Seid gegrüßt, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu diesem Wahlinformationsvideo. Ja, wie ich gestern schon im Livestream angekündigt habe, wird heute die erste Aufgabe für die Wahl zu Denfbach für die Bürgermeister bekannt gegeben. Ich habe noch erfahren, dass der Pascal Schech sich abgemeldet hat für die Wahl. Er hat kein Interesse mehr. Daher sind jetzt noch im Rennen Sintero 86, der Tobias Dissel, der Paul Grieshammer und der Kiri 426. Also ihr vier Lieben, ihr seid jetzt aufgefordert, euch bei dieser ersten Aufgabe zu beteiligen. Und zwar seid ihr mit Sicherheit gespannt, was die erste Aufgabe ist. Und zwar handelt es sich bei der ersten Aufgabe um ein Bewerbungsgespräch. Ja, ihr habt richtig gehört, es handelt sich um ein Bewerbungsgespräch, das folgendermaßen ablaufen wird. Die liebe Anni, der gute Cedric und ich, wir drei oder auch nur Cedric und ich, das schauen wir mal, werden euch an den folgenden Tagen, also ab heute, und die nächsten Tage, je nachdem, wie schnell ihr zurückschreibt, wann ihr könnt, euch in einem Bewerbungsgespräch Fragen stellen, die die Welt hier betreffen, also unseren Kontinent Novanien, und was Denfbach angeht und allgemein Minecraft. Die Fragen werde ich jetzt nicht bekannt geben, denn wir möchten, dass ihr so spontan wie möglich auf diese Fragen beantwortet. Ihr könnt euch natürlich auf das Bewerbungsgespräch vorbereiten. Vorbereitung ist immer gut, aber ich werde euch jetzt nicht die Fragen bekannt geben, die wir euch dann stellen werden. Und zwar, ihr habt jetzt die Möglichkeit, sobald ihr dieses Video seht, unten in die Kommentare zu schreiben, wann ihr abends könnt. Ich sage jetzt, ihr könnt euch ab heute, also wir haben ja jetzt Montag, Rosenmontag ist heute. Ich bin heute Abend ab 18 Uhr auf dem TS-Server von Opa Zeron. Deswegen braucht ihr jetzt auch wirklich TeamSpeak 3. Wenn ihr es euch noch nicht gedownloadet habt, bitte tut das jetzt. Wir treffen uns dann auf dem TS-Server von Opa Zeron. Ich werde den TS-Server nochmal in die Videobeschreibung reinhauen, denn falls ihr den nicht wisst. Und dann treffen wir uns dort. Also, wer jetzt sagt, ich kann heute Abend nicht, der soll mir dann bitte sagen, wann er im Laufe dieser Woche ab 18 Uhr abends kann. Ab 18 Uhr abends, früher geht nicht bei mir und Cedric, weil wir beide selbst arbeiten müssen. Also ab 18 Uhr abends können wir uns treffen. Wer möchte, kann heute Abend schon kommen als erster Kandidat. Ich lese das ja in den Kommentaren. Das Gespräch wird maximal, denke ich mal, eine halbe Stunde dauern. Also ihr habt auch Fragen, da können wir die natürlich auch klären, kein Problem. Aber vorrangig werden wir die Fragen stellen. Ja, also schreibt bitte in die Kommentare, wann ihr in dieser Woche abends könnt. Ab 18 Uhr, wir werden dann gemeinsame Termine finden. Wäre schön, wenn wir irgendwie das Ganze, wir sind vier Kandidaten sind. Das bedeutet, wenn wir Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag das Ganze durchbekämen. Es wäre sehr schön. Und ja, schreibt's rein, wann ihr könnt ab abends, ab 18 Uhr, welcher Tag euch am liebsten ist. Ihr könnt es euch aussuchen. Ab heute Abend, 18 Uhr, kann's losgehen. Wer kann, kann kommen. Wie gesagt, wer nicht natürlich dran teilnimmt, ist natürlich für die Wahl zum Bürgermeister schlechter. Das versteht sich ja. Wer alle Aufgaben macht, bekommt natürlich auch Punkte. Das wird es dann im nächsten Video dann geben, als Auswertung. Jetzt kriegt ihr erstmal alle von mir dieses Zeichen hier gesetzt. Das bedeutet, dass ich bisher noch keine Rückmeldung habe. Sobald ich eine Rückmeldung bekommen habe von euch, wann ihr könnt, wird das Stoppschild oder das Zeichen hier rausgenommen. Dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr dann euch zurückmeldet und wir einen Termin vereinbaren können. Ja, meine lieben Freunde, damit ist dieses kurze Video vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, feiert schön Fasching. Wir sehen uns wieder. Macht's gut, ich bin raus, euer Sonnenschein.